Liebe Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, ich stehe hier in der Landeshauptstadt Mainz vor der Christuskirche hinter mir und die Hauptstadt wird so ein bisschen ruhiger, denn Weihnachten und der Jahreswechsel kündigen sich an und ich möchte Ihnen eine gute Zeit wünschen, denn der politische Betrieb hat jetzt einen anderen Rhythmus natürlich bei dieser Zeitenwende und wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2012, dann bleibt sicherlich vieles in Erinnerung. Wir als CDU Rheinland-Pfalz haben 65 Jahre gefeiert. Wir sind so alt als die Rheinland-Pfalz-Partei, wie das Land Rheinland-Pfalz selbst. Und wir hatten natürlich interessante und heiße Debatten bei uns im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Zwei Sondersitzungen zum Nürburgring haben stattgefunden und die Schlagzeilen kennen Sie. Es wird Anfang des kommenden Jahres einen Wechsel an der Spitze des Landes geben und wir als CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag und als CDU im Land haben drei Schwerpunkte in diesem Jahr sehr erfolgreich gesetzt. Das ist das Thema Zusammenhalt der Generationen. Wir haben eine Pflegekammer gefordert und wie es aussieht, kommen wir da sehr, sehr gut voran. Als zweites sind die soliden Finanzen, denn uns ist wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Sparen ist kein Selbstzweck, sondern es geht um die, die noch nicht geboren sind, damit soziale Fairness nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in Zukunft gelebt werden kann. Und es ist natürlich die nachhaltige Bildung. Es muss auch ein bisschen Spaß machen in der Schule, natürlich, aber ohne Fördern und Fordern, glaube ich, werden wir nicht den Rucksack gepackt bekommen, um mit den anderen auch konkurrieren zu können. Bildung ist ein Selbstzweck, aber ich denke auch, dass die Schüler letztlich nicht nur was lernen wollen, sondern sich auch messen wollen. Und so haben wir als CDU-Fraktion die Mainzer Bildungsgespräche eingeführt und ich bin überwältigt über das Ergebnis, denn die Nachfragen sind so zahlreich, dass in den Saal dann keine Stühle mehr reingepasst haben. Kurzum, es war ein spannendes Jahr, es war ein Jahr für dieses Land. Und wir haben uns als Partei, als Christdemokraten, nicht nur mit Bernhard Vogel über seinen 80. Geburtstag und seine Lebensleistung gefreut, sondern wir freuen uns auch mit Ihnen auf ein neues Jahr, auf das Jahr 2013. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben der gesegnete Festtage, etwas Ruhe zum Nachdenken, mal das zu tun, was man sonst nicht macht und dann ein behütetes Jahr 2013. Klar ist, Politik ist nie für sich selbst da und die Gesetze, die sind für die Menschen da und nicht die Menschen für die Gesetze. Und möge die Weisheit über uns alle immer kommen und dabei sein. Und ich bin mir sicher, auch parteiübergreifend kriegen wir vieles gestemmt. Alles Gute.